Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir werden heute noch schnell die Kühe versorgen, nebenbei beflügen und dann, sobald Temperatur passt, werden wir da aushalten. Ansonsten werden wir das alles so schön vorbereiten. Das heißt, die Aussaatmaschinen rausbringen zu den Feldern. 17, 18 zum Beispiel. Da. Ups. Bin noch ein bisschen mal experimentieren mit Ton. Ja, Milch verkaufen wollte er nicht auch. Können wir auch noch machen. Würde unseren Konto ganz gut tun. Ja, jetzt haben wir Kälber und Kühe. Also Milchkühe. Und mal sehen, dass es klappt. So, jetzt die Musik das mal machen. Ich habe jetzt einen anderen Rechner gelegt. So funktionieren. Es ist nicht ganz so einfach, aber irgendwie hinbekommen werde ich schon kriegen, ne? Also da ist mir heute eingefallen, Mensch, du kannst auch den Player auf dem anderen Rechner legen und dann ist es, baust du nicht am Hauptrechner mit der vom Monitor runter und dann löscht er auch. So. Macht ja noch ein bisschen Verluste, Frames, aber es geht noch. Das ist vertretbar. Muss ich sehen, ob das hinterher passt, die Qualität von der ersten Folge. Hoffe ja. Denn das, was ich sehe, sollte ja auch sehen können, ne? Von der Qualität her. Ja, Heu machen steht am Programm. Denn die Vorräte gehen wir uns in Reihe. Da ist unten ein bisschen was suchen, ne? Also ein Gigabyte. Ah, es geht. So, jetzt geben die Kälber was und dann gehen die Rest die anderen Kühe hier. Kälber dürften ja nicht normalerweise nicht so viel fressen. Ja, nicht so groß, ne? Ja, ja, weg. Brauchen wir einen zweiten Fisch vor der Rüge. Ja, da kann man ja leicht an die Silage auskippen. Wird ja garantiert bald verarbeitet sein, dass wir was einkippen können. Ne? Ah, juckt die Nase. Eine trockene Haut hier. Oder diese Lampe müssen wir entfernen. Das hat eben mal nachts gesetzt gehabt und dann. Zack. Ich hab den globalen Markt nicht gestartet. Gut, ist nicht ganz so wichtig oder tragisch, weil die Leute verkaufen wir nichts. Gut, die war nicht viel. Mit Wasser geben. So. Hier nochmal rein.
Wo den globalen Markt kann ich ja nicht mehr starten. Das mache ich in der Zwischen Aufnahmen, in der Pause. Beziehungsweise wenn ich kurz jetzt vor der zweiten Folge heute. So, das gibt uns Lager ein, das Hauptlager. Und dann haben wir gleich Stroh holen. Drei mehr. Aber der ist zu früh. Ich hatte ja die Aufnahme probiert und dann festgestellt, da passt was nicht. Da muss ich ein bisschen mal, ja, um Rad drehen, kann man sagen, ne? Das gleiche hätten wir normal machen müssen. So, Migration nicht. Oh. Ja, Stroh werden wir auch wieder einlagern heute, das Jahr. Die Erde kommt, dauert doch nicht mehr lange. Ja, immer aussehen teilweise, ne? Ja, aber gut. Die Erde kommt ja bald, Anführungszeichen. So. Die Schweine hatte ich Stroh gegeben gehabt und Kühe kriegen jetzt Stroh. Ja, ein bisschen ungünstig geparkt hier der Hänger für mich. Aber das war ja auch anders geplant. Ja, möge es zu Gold werden, ne? So wieder Stroh, Goldfarben. Gut, aber hier gibt es ja nicht so viel Geld dafür. Daher verkaufen wir das entsprechend im globalen Markt für Dünger. So. Alle draußen, oder? Fühlt sich den Arsch aus. Super. Beide haben, wir auch, den Rest im Lager zurück. Na gut, hier gibt man die Reihen, die Gemüse noch aus, ne? Oder wir können es ja gleich hier reinkippen. Leer. So, wird mal hier parken. Fahren wir hier rein. Dann mal die Lage auskippen. Dann werden wir gleich. Hier ist der globale Markt. Ich habe aktuell aber dahinter bekommen, nichts zu laufen. Deswegen wird der jetzt nicht funktionieren. Muss so einen Server starten im Prinzip, also eine Verbindung zum Server. Der die Verbindung aufnimmt in die Welt.
dann kann man entsprechend seine Waren kaufen, verkaufen. Man kann aber auch Waren einkaufen, wenn andere verkauft haben. Flüchte. Die Lage ist voll. Gut, dann fahren wir da zu BGH. Die wollen ja noch ein bisschen BGH bedienen, ne? Also. So, Zeit. 10 Minuten. Oh, ist jemand fertig? Dann muss man gucken, ob wir noch flügen wollen. Aktuell. Wüsste ich nicht wo. Also. Bin nicht eingefallen. Scheint die Musik zu laut zu sein. Aber es kann täuschen. So, jetzt können wir auf 5 gehen, ne? Geschwindigkeit. Ganz vergessen. Weil aktuell haben wir ja nichts mehr davor. Mal kurz gucken in der Karte, wo wir flügen könnten, müssten. Da düngen, da düngen. Da düngen geht nicht mehr. Das ist fertig. Gut, dann hier nacharbeiten. Nachher gleich hier nacharbeiten und dann fertig. So, dann können wir nachher mit der Aussaat beginnen, sobald die Temperatur passt, ne? Denkbar. Ja, heute Nacht. Morgen. Stimmt. So. Mal ein bisschen Lage rein, ne? Geht so am Fels. Wenn wir hier ein bisschen arbeiten kann, dann können wir sehen, dass wir da ein bisschen Geld verdienen heute Nacht. Kein Vermögen, aber ein bisschen. Ganz kurz die Anzahl der Tiere. Der Heu ist ja eh klar. So, Schweinestall. Wasser ist ein Problem. Putzen. Die werden garantiert mit Nacht für Junge kriegen. Wo haben schon gekriegt. Die müssen dann vor der kriegen. Okay. Ja, morgen. Ja, fahr aber immer mit der Lage ab. Müsste ja bald voll sein, ne? Ist ja nicht angeflottet. Kommt jetzt
den Andre. Passt. Einmal noch und dann haben wir wieder voll. Man kann eine Weile arbeiten. Ja, ich werde uns um Freitagabend die Tür aufnehmen. Samstagabend, so nachmittags die Marsch, jeweils sieben Folgen. Mannschaft Samstag wird noch verfolgt von 7 to 3. Und da fahren wir dafür arbeiten, so halbwegs. Und auch hochladen entsprechend. Es ändert sich nur, dass der Aufnahmeplan hat sich geändert in der Beziehung. Keine zwei Folgen bekommen, eine Karte, sondern nur eine. Ich denke mal, das sind alle am besten bedient. Weil ich denke mal, zwei sind ein bisschen viel. Also insgesamt vier. Hat vielleicht nicht jeder geschafft. Und wenn das Spiel Alex klappt, dann haben wir noch eine vierte Let's Play. Vielleicht hat da jemand Interesse. Würde mich freuen. Reinschalten würde, ich muss ja doch aufhören, noch testen und probieren. Ich kenne mich zwar in Half-Life ein bisschen aus, habe es ja schon öfter mal gespielt, aber wie gesagt, das ist ja auch mit VR auch neu. Verschleierung her und so. Die Spiele stehen, das ist ja auch ungewohnt. Fördermod ist schön gut, aber leider etwas zu langsam. So, dürfte jetzt im Prinzip voll sein, mehr oder weniger. Gut. Dann mal ganz kurz rüberspringen zum Zion, ne? Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Qualität hat gepasst. Mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge wieder. Morgen zur selben Zeit. Tschüss.